Hey Corinna, nice hier mit in dieser Digi-WG am Start zu sein. Und Solidarität, das ist so ein ziemlich aufgeladener Begriff. Auf der einen Seite greift es ja die Nächstenliebe voll auf. Und es beginnt damit, dass wir das Leid von anderen anerkennen, mitfühlen und sich vor allem zu diesen Leuten dazustellen. Andererseits schwingt da doch auch immer wieder ganz viel Selbstdarstellung mit. Man will allen zeigen, dass man zu den Guten gehört. Egal, ob das jetzt bei der Corona-Krise oder bei den Black Lives Matter-Demonstrationen ist. Das ist nicht so. Ich weiß, Solidarität muss auch öffentlich passieren. Aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass plötzlich jeder zu allem was zu sagen hat. Plötzlich ist mein Instagram-Feed voller Experten. Und ich habe den Eindruck, manche solidarisieren sich immer mit dem Nächstbesten, nur um zu zeigen, dass man dazugehört. So stellt man sich doch eigentlich nur selber in den Mittelpunkt und es geht gar nicht um Empathie oder Liebe. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht einfach jeder Meinung hinterherrennt, die gerade im Trend ist. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass man sich nicht engagieren soll. Nein, im Gegenteil. Nehmt so Ungerechtigkeiten wahr. Helft und engagiert euch. Herr Jesus sagt, lieb deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist keine Vorlage für einen guten Instagram-Post, sondern meint wirklich, liebt diese Menschen und das hat Power. Schau doch mal in die letzten 2000 Jahre. Immer wenn es Leute ernst genommen haben, dann entstehen krasse Aktionen und radikale gesellschaftliche Veränderungen passieren. Also, go for it.